Nach einer Nacht im Hafen von Valletta möchten wir heute einige Ecken der Insel Malta erkunden. Der Name Malta übrigens ist abgeleitet aus dem phönizischen Wort Malet, was so viel bedeutet wie Zufluchtsort. Im Jahr 1522, als der Johanniterorden aus Rhodos vertrieben wurde, suchten die Kreuzritter eine solche Zuflucht und fanden sie auf der Mittelmeerinsel. Die gesamte Stadt Valletta zählt zum UNESCO-Weltkulturerbe und hat auf ihrem knapp 1 Quadratkilometer Gesamtfläche erstaunlich viel zu bieten. Von den Upper Barracca Gardens hat man einen herrlichen Blick auf den Hafen und wird sich seiner Größe und der ihn umgebenden Befestigungsmauern bewusst. Einstige Residenz der Tempelritter des Johanniterordens ist Valletta ein einziges Freilichtmuseum. Der Großmeisterpalast, Grand Master's Palace, ist das prunkvollste Gebäude Maltas. Er wurde im Jahr 1571 nach Plänen von Gerolamo Cassa fertiggestellt und nimmt heute einen ganzen Straßenblock ein, zentral gelegen am Palace Square.